Liebe Chi, Ja. glaubst du, do Oh you Gott, nein. believe an den Erfolg in dieser Folge? Nein. Wenn ich jetzt eine Cam an, würde man sehen, wie so langsam das Leben aus meinen Augen verschwindet. Pupillen werden immer größer und größer und größer. Ja. Man könnte meinen, sie hätte Drogen konsumiert. Vielleicht hat sie das auch. Nee. So, dann wollen wir hier. Weißt du, ganz ehrlich, deinen komischen japanischen Garten, ne? Den kannst du eigentlich gerne mal ernten und ich übernehme in Zukunft die Bonplantage. Oh, fest abgeschlossen, cool. Weil da ist wenigstens alles geradlinig, so wie ich es mir vorstelle. Warum soll ich eigentlich immer diese Kacke hier ernten, die einzeln angebaut ist, weil man dann das so schön findet, während du die schön geradlinig angeordneten Sachen ernten darfst? Ich kann auch die Baumplantage und meinen japanischen Garten ernten. Ist beides von mir. Und nee, dann habe ich nichts mehr zu tun. Dann meckere nicht. So, ich ernte die Baumplantage und du den japanischen Garten. Hätte ich. Nee. Also. Nee, ich mag meine Baumplantage. Ja, Das war ich das mag die erste auch. größere, was ich hier gebaut habe. Ich Nimm mag mir die auch. das Da nicht hattest. weg. Ja, das war zu Zeiten, wo du noch ordentlich gedacht hast, nur noch ein Mensch warst. Oh, gut, die Beeren sind fertig. Sie. Ich auch gerade. Was pflanzen wir denn jetzt an? Ich guck mal. Gurkibären geht gerade nicht, ne? Jambule? Jambule. Jambule. Stimmt, das war's mal. Oh, wir haben ja schon Run, wieder boy, Flugelbeeren. run. Ach ja, stimmt, Run, wir haben ja boy, run. unsere Run, boy, Kassenbatterien run. schon erworben. Run, boy, run. Abgeschlossen. Benzin! Rammstein kann ich leider nicht sehen. Das ist doch ganz einfach. Nein. Till Lindemann hat tatsächlich eine sehr schöne Stimme. Bam, 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 bam. Das kenne ich sogar. Das ist sogar ganz gut, das Lied. Engel, ja, das kennt ungefähr jeder. Genauso wie Amerika. We are Genau. living in America. Amerika ist gerade nicht so Wunderbar. wunderbar. We are living in America, America, America. Make America great again. Ja, ich nicht mehr. Kann nur mehr aufgehen. Sich gerade so angehört, dass mir irgendwer beim Namen rufen. What the fuck? Das ist das, was du dir wünschst. Nee. Gerade aktuell hätte ich gerne meine Ruhe. Einfach nur zum Aufnehmen. Hast du sie denn nicht? Lässt man dich nicht irgendwo aufnehmen? Doch, tatsächlich schon. Guck mal, ist doch schön. Bin ich auch sehr froh drüber. So. Aber ich habe auch meine Tür abgeschlossen und dann nicht stören steht an meiner Tür. Okay. Ist es wirklich notwendig, die Tür sogar abzuschließen? Ja, bei Kindern schon. Wir haben ja Kinder im Haus. Und ja, stimmt, deine waren das, ne? Ja, klar, meine fünf. Boah, also viel Respekt. Gab es da mal Phasen, wo welche doppelt rausgeploppt sind oder dreifach vielleicht? Weil ich sag mal fünfmal, also das ist schon, schon echt eine Leistung bei Nee, deinem alle Alter. einzeln. Boah. Da muss ich ja im Prinzip, ne, sobald eins raus, direkt das nächste nach. So nach dem Motto. Natürlich. Und nein zum Verständnis, das ist alles Ironie. Hä, Ich bin was? nur Tante. Wann hat der Ironie-Part angefangen? Das habe ich nicht mitbekommen.
einfach nur Tante. Ach so, der Ironiepart hat bei der Erwähnung angefangen, dass du Tante bist. Ja, natürlich. Ja, okay. Ja, verdammt, hat mir gereicht. Mach mir jetzt nochmal eben von hart den Rest, überlasse ich dir, was jetzt noch übrig ist, weil ich brauche wieder Speed. Speed? Ich bin nicht mehr flüssig. Das ist belastend. Ich kenne nicht. Ich hab auch Lust. Ich hab immer. Das ist so komisch mit Duchen auch. Was? Cheese! Ja! Lachen! Ja, nee. Wirklich! Ich dachte, du bist heute gut drauf. Bin ich auch. Ja, ist. Guck doch aber mal. Aber ich bin mega K.O. Ja, und? Ist das ein Ausrede dafür, nicht zu lachen? Wenn man keine Kraft mehr fürs Lachen hat. Egal, wie scheiße die Welt zu dir ist, du darfst niemals das Lachen vergessen. Das war jetzt hart kitschig. Nein, du hast ja die Tanken geplündert. Ja, muss halt weiterlaufen. Ich meine, wir haben. Du kannst reisen, die haben Teleporter. Ja, bin ich jetzt gerade vorbeigerannt. Ja, wenn du nicht die Reise nach Jerusalem spielen möchtest, kann ich da ja nichts für. Ah, ich hab Fehler gekriegt. Ah! Ich bin wieder krebs. Du bist eher ein Dödel. Dödel? Dödel. Weiter geht's. So. Oh, das Coole ist, dadurch, dass es regnet, der hat unsere Zwiebeln gewässert. Ja, nö, bringt uns nichts. Habe ich schon mal gecheckt. Wiss. Das ist voll doof gemacht. Wiss. Weißt du, in jedem Farmspiel werden, wenn du Sachen gewässert, wenn es regnet. In jedem. Ich kenne nicht eins, wo es nicht so ist. Also, sie werden gewässert, aber die Zeit verringert sich dadurch nicht. Zumindest wäre es mir noch nie aufgefallen. Kann mich auch irren, aber. Oh, das sind die scheiß Jambonen hier schon wieder fertig. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, meine Tiere sind auch gerade schon wieder hier fertig. Ich fühle mich wie so ein Zoowärter manchmal. Den Film könnte ich mal wieder anschauen. Was für ein Film? Der Zoowärter. Heißt der so? Mit Kevin James? Ich kenne diesen Film nicht. Soll ich mal was anbauen, was länger dauert? So wie Brokkoli, das dauert eine Stunde. Wir nehmen ja noch eine Stunde auf, ne? Ja, aber das Problem ist halt, was machen wir in der Zeit? Weiß ich nicht. Ja, das ist das Problem. Ich könnte anfangen, wirklich mal die Tiere neu zu strukturieren. Ich glaube, das mache ich dann. Dann hast du von meiner Seite aus Freigabe, etwas anzubauen, das länger dauert. Warum haben wir... Ach, das ist der Sardinenteich hier hinten, den du gebaut hast? Ja. Ich erhöhe den mal. Jo. 8 Stück haben wir raus. Ich muss zweimal, glaube ich, sogar. Ja, stimmt. Mhm. Nochmal 6. 14 ja, haben wir 6. Jetzt. 14,50. Wie lange brauchen die immer, bis die reif sind? Viertelstunde. Was? Viertelstunde? 15 Minuten. Nö, 30. Echt? Na, vielleicht waren wir in der falschen Jahreszeit sind. Ist die Jahreszeit abhängig? Ja. Ist das? Ja. Ja. Da steht Fische alle 30 Minuten. Echt? Warum hast du bei mir dann vorher nur 13 Minuten? Vielleicht hast du geguckt, wo es gerade noch 13 Minuten übrig war. Ne, da habe ich sie ja gerade hingepflanzt. Skandal! Im Sperrbezirk. Skandal. Oh nein, ich habe den Fußball gedreht. Wieder zurück. Dieses Geräusch. Wie so ein Spaceball. Voll abgespaced. Da möchte ich doch gleich wieder ein Lied singen. Nein, bitte nicht. Das Einzige, was mir da jetzt eingefallen wäre, wäre Major Tom gewesen. Ach, man kann sich auch einfach selber lieber ausdenken, zum Beispiel total abgespaced. Nee. Total abgespaced. Soll ich mich irgendwo stumm stellen? So. Mach jetzt Bäume. Hey, das sind meine. Hech.
versteht ihr mal, wie gemein der zu mir ist. Hallo? Ich muss die ganze Zeit einen japanischen Garten ertragen und du verbietest mir, ein industriell angelegtes Blumenfeld anzulegen. Wer ist hier bitte gemein? Du. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich schon. Also, ich bezeichne mich gerne als dumm, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Mir fehlt dafür das nötige Allgemeinbildung. Das nötige Allgemeinbildung. Okay. Genau, deswegen. Das war genau so, sollte es auch klingen. So. Da ist schon alles an, da ist eine Reihe. Avocados. Was war denn das? Gannon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich erweitere mal deine Gewürznelkbäume, ne? Jo. Also was? Ich brauche sogar zwei. Ja, weil ich's kann. Ein Apfel am Tag? Irgendwas mit. Ich hab mir irgendeine Rumschaft freigeschaltet. Na, Apple a day keeps the doctor away. Genau. Okay. Jetzt ist die Frage, wie baue ich das denn an? Jetzt ist natürlich da vorne direkt dieser volle Fischteich. Fischteich. Du kannst ihn auch umsetzen, das ist gar kein Thema. Muss ich die aber alle umsetzen? Ja, das ist nicht schwierig. Es sind nur zwei Fahrten mit dem Trigger. Du kannst sie da vor den japanischen Garten setzen. Nee, ich glaube, ich muss die gar nicht umsetzen. Ich glaube, ich fange einfach hier an. Das passt schon. Dann setze ich den halt gleich um. Ich hier vielleicht erstmal die Enden. Da ist ja groß, hier ist ein großer Teich, da würde ich dann die Enden umsetzen. Oh, Pferde sind fertig. Was habt ihr denn hier verloren? Was ist das? Ach, Pusteblumen. Hä? Die lassen Hufe fallen und da kommen Pusteblumen raus? Ihr seid sehr komisch, die Pferde. Aber die bringen gut Geld. Boah, wo haben wir so viel Geld gerade her, Chi? Ja, weil ich die ganzen Bohnen abpflanze, abernte und nichts Neues anpflanze gerade. Ach so. Wahrscheinlich könnte ich das sogar mit dem Trecker hier auch machen, dann würde es viel schneller gehen. Aber irgendwie habe ich so die Angewohnheit, bei den Tieren immer alles einzeln abzuernten. Ja, mit dem Trecker geht es deutlich schneller. So, ein bisschen Kühe. Schneller die Kühe. Dann brauchen wir sogar für die Quests. Kann ich hier nochmal was nachwerfen? Ne, mit Ressourcen. Hier nochmal ordentlich Geld. Kann ich noch mehr Essen geben? Nein! Kein Sprit. Was passiert? Ich hab keinen Sprit mehr. Boah, ihr hört, gebt mir auf den Sack, ihr blöden Kühe! Nö. Die sind zum Nörgeln geboren. Ja, echt mal. Ich denke nur, dass man Traumkühe nennt. Naja, juckt mich nicht. Das Dreck ist auch nicht an dich gerichtet. Ich glaube, das juckt auch sonst niemanden. Also, wenn ich jetzt hier die Scheune hinsetze, ich möchte, dass die alle genug Wasser abbekommen. Wenn ich jetzt hier so an der Dings entlang, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hätte ich nochmal. Ich wäre zwar sehr lang gezogen, aber das ist schon okay. Brumm. Was brummst du dir denn da zurecht? Nix. Ach. So, kann ich jetzt denn. Na toll. wie war das nochmal? Kuppela. Achso. So. Ich hab gleich fertig. Geerntet. Und dann baue ich mal Brokkoli an. Brokkoli, was bringt denn der überhaupt? Gemüse?
Ich kann Brokkoli nicht mehr anbauen. Oh. Aber ich. Ah, scheiße. Ach, ich also wie gesagt, das Beste ist halt immer irgendwie Trauben oder Obst oder sowas, weil die sind halt immer gut, halt, ne? Ich hab schon wieder keinen Sprit, leg mich doch an. Ich muss gerade wieder Wegegeld zahlen. Was musst du zahlen? Wegegeld, Fersengold, weiß ich. Das Ding jetzt gerade. So, was brauche ich denn jetzt an? Lauch. Das passt ja zu dir, hä? Oder Bohnen? Nee. Ja, doch, Lauch. Lauch. So ein Lauch bin ich gar nicht mehr. Möchte ich mal anmerken. Das ist doch nicht immer so ernst. Nein, ich wollte es nur anmerken. Das ist doch nicht so ernst. Ich hab mich alle lieb. Gar nicht so untrainiert. Viele. Man sieht sogar Bauchmuskeln. Und meine seitliche Bauchmuskulatur schon. Mann, ey! Ach, kacke, ist wieder kein Sprit. Ich muss jetzt echt davor latschen. Ich habe echt ein Problem mit dem Zoom und wann ist Tracker aufsetzen und dann wieder rennen und ich verklicke mich die ganze Zeit. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin einfach so dumm dafür. Ich bin so dumm. Das tut mir sehr leid. So, ich will immer eben. Hä? Ich hatte irgendwie einen Zaun, aber ich weiß nicht, wo ich ihn her hatte. Du machst deine Sache echt gut. So, ich hoffe, ich werde die Zäune einfach da hinten verkaufen und neue kaufen. Auch wenn uns das vielleicht ein paar Diamanten mehr kostet, aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, jetzt jeden einzelnen Zaun darüber zu tragen. Was denn? Du wolltest Beschäftigung haben. Jetzt hast du Beschäftigung, jetzt passt es ja auch nicht. Die habe ich auch so, indem ich verkaufe und neu kaufe. Mann, ey. Ja, dann verschwendest du. Wir brauchen doch Diamanten zum Einrichten unserer Wohnung. Ich glaube nicht, dass wir Diamantenprobleme so schnell haben werden. Das sagst du. Das haben wir das letzte Mal auch gesagt und dann auf einmal waren sie weg. Mann! Mann! Oh, was ist das? Was ist das? Was denn? Ist da jemand müde? Ja, ich hab gähnt, lass mich. Trecker war. Wir haben uns alle. Auch ernsthaft, ich kann immer nur einen Zaun auf einmal umsetzen? Ja. Was zum Fick. Sag's ruhig. Was? Was jetzt? Abgereist anders. Mir ist einfach. Zwei Reiseziele und setz die dahin. Kann ich mich immer hin und her teleportieren. Meinst du, es geht mit dem Zaun in der Hand? Wir werden es ja rausfinden. So, wo kann ich denn gerade nochmal ein Reiseziel abknüpfen hier? Obwohl, ja, komm, lass ich in unsere Haupthaltestelle. Die 2-3 Meter kann ich auch laufen. Ich hab keine Lust, die sonst wieder zurückzusetzen. Ich bin so, also. Hallo? So. Nehme ich lieber Zaun. Ja, es geht. It works. Yay. So, oh mein Gott. Glück habe ich die Möglichkeit, die Zäune mitzunehmen. Habe ich jetzt einen Zaun oder habe ich jetzt einen Weg, bevor ich jetzt wieder hier rüber teleportiere?
liebe Freunde, das müssen wir nur gefühlt 500.000 Mal machen. Ich merke schon, du hast Spaß heute in der Aufnahme. Das sind halt, also an sich macht das ja Spaß. Es ist halt nur immer so dieses Einzaun, einmal rüber teleportieren, hinsetzen, wieder rüberlaufen. Glaube ich. Ach hä? Du, ich pflanze Lauf an. Das ist jetzt irgendwie falsch. Das sah jetzt ganz weird aus gerade. So. Nein, jetzt bin ich schon wieder verklickt. Da! Ah! Ah. Ja, genau. Das war halt nur für ein Gedanke. Hä? Das ist ja das Tor. Okay. Was will ich? Will ich das hier hinhaben? Nee, das will ich aber eigentlich so nicht. Ich muss ja, ach so, ich muss ja noch die Wege machen. Oh mein Gott. ja gut, im Zweifelsfall kannst du von hier aus reingehen, dann ist das halt rum. Was will ich das? Warte mal, wenn ich jetzt den Zaun hinsetze. Wir haben viel zu viele Felder, ey. Das gibt's ja nicht. Dann nach hinten, dann muss ich das hinten rum machen. Okay, der ist dann. Was? Wir haben zu viel? Quatsch. Ich bin immer noch am Lauch setzen. Ich bin immer noch am Zoll umsetzen. Ja, aber du hast ja auch eine Arschlocharbeit. Ach so, und Felder anbauen und so weiter ist keine Arschlocharbeit, oder? Doch. Aber das schaffe ich wenigstens mehr. Ich schaffe insgesamt 9 Felder auf einmal. Wo man nur einen Zaun. Was hältst du davon, wenn wir uns einfach Leute von deiner und meiner Community mit dazu nehmen, die ganze Arbeit machen lassen? Und wir kommentieren. Überwachen wir einfach. Genau, wir kommentieren und sagen von wegen sowas wie los, schneller und häng nicht rein und. Da ist doch ein Feld frei. Genau. Was wir machen, wir können so Dekorsachen kaufen und. Ja, das wäre mal was. Und halt alles verschönern. Und solche Sachen wie hier Zäune und rübertragen und Felder anbauen, sowas machen wir halt einfach alles. Ich finde das tatsächlich an sich gut. Ich hab's gleich. Ja, ich auch. Ich weiß, wir müssen noch gar nicht die Folge beenden, aber ich will wenigstens dieses eine Gatter fertig machen. Ja, ich will noch kurz den Lauf fertig machen. Nein, ich triff nicht! Ist aber schlecht. Oh, ernsthaft. Warum? Zack, gepasst. Warum tust du es? Als hättest du jetzt was anderes von mir erwartet. Meine Erwartungshaltung gegenüber ist schon längst auf den Nullpunkt. Ja, siehst du? Also, schlimmer machst du es eigentlich für mich nicht mehr. Für die Zuschauer weiß ich nicht. Na, die kennen mich schon. Ja, meine kennen mich aber noch nicht so lange wie dich eine. Ja, nach den Folgen Farm Together müssen sie mich jetzt ausspielen. Ja, es soll immer noch Leute geben, die erste Folge 65 oder sowas einschalten. Welche haben wir überhaupt? 66? Keine Ahnung. 67? Keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall haben wir jetzt das Ende der Folge. Na, ich mach das Gatter hier noch eben fertig. Ich hab nicht mehr viel. Ja, das muss jetzt sein. Ich will das. Ich muss sowieso gleich neue, die restlichen muss ich eh neu kaufen, weil ich kann die hier noch nicht abzwacken, sonst lege ich andere Tiere frei. Also die letzten, die hier fehlen, die muss ich dann neu machen. So. Lustig. Hä? Lustig. 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 La 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 la. Bald ist Nikolausabend da und das ist nicht mal gelogen. So. Tatsächlich. Ich brauche ein bisschen was zu essen. Ich brauche hier auch ein bisschen was zu essen. Ja, Chi, fertig? Ich wäre soweit. Ja, ich bin ready. Ja, dann sagen wir doch mal falsch. Tschüss. Würde ich sagen. Ja, nächste Folge geht's weiter, würde ich sagen. Und ja, was erwartet. Was machst du in der nächsten Folge? Also ich muss ja weiter hier Gebäude umsetzen. Ich setze den Fischteich um. Mit den Sardinen.
Ah, okay. Ja, ist legitim, ist legitim. Mhm. Dann kann ich da hinten in der Ecke auch irgendwas hinsetzen, wie die ganzen Hühnerställe oder sowas. Vor allem werde ich jetzt schon mal mit einplanen, ich werde jetzt schon mal die Ställe und sowas bauen für die Tiere, die wir noch nicht freigeschaltet haben, weil man kann ja sehen, wie viele Tiere von welcher Sorte noch kommen. Ja? Dann kannst du gut. Schon dann... Ja. Da kannst du schon. So, in diesem Sinne, wir haben Frühling und dann nächste Folge geht's weiter, liebe Freunde. Bis denn. Bye, bye.